Beachroad Pattaya, Mike Shopping Mall, wer kennt sie nicht? Aber auch Paschas Coffee links und Paschas Kebab rechts. Ab 19. April soll da jetzt Bewegung reinkommen. Mit Turbo-Sound und heißen Mädchen. 5 Disc-Jockeys treten beim Pilotprojekt am Dienstag auf. Aslan, der Chef, als Platzanweiser. Schon kurz nach Mittag gab es kaum noch Sitzplätze. Heiße Rhythmen verwöhnten die Ohren. Wein und Cocktails, den Gaumen. Und Tänzerinnen, die Augen. Auch für die Muse abseits blieb genügend Raum. Valentina im Hintergrund, sie hatte das Event gemanagt. Der Dönerladen brummte. Kein hungriges Maul blieb ungestopft. Das Konzept von Valentina war aufgegangen. Die Geschäftsführer Icke und Aslan zufrieden. Ich glaube schon. Wir haben auch gemeinnützige Zwecke dahinter. Wir helfen den Kinderheimen. Und ich denke schon, die Leute, die nach Pattaya kommen, wollen ja Spaß haben, feiern. Und wir wollen das anbieten mit einem schönen Ambiente hier direkt am Strand, am Meer. Also, was hat man mehr? Man hat alles hier, Essen, Trinken, also feiern. Das ist das Beste, was passieren kann. Und die Show war ja noch lange nicht zu Ende. Dabei kamen nicht nur die Freunde ästhetischer Schönheiten auf ihre Kosten. Lichtorgeln gaben dem Vorplatz der Shopping Mall den Hauch einer Diskothek. Nicht nur die Hartnäckigen blieben Tag und Nacht. Noch viele derartige Events in den kommenden Wochen sollen den Bekanntheitsgrad der Pascha-Einrichtungen heben. Um 23 Uhr war aber dann Schluss mit Lustig. Sperrstunde. Fortsetzung folgt.